Hallo und herzlich willkommen zurück zum Landwirtschaftssimulator 2013. Ihr habt den richtigen Kanal gefunden, mein Name ist Gardehol und ich freue mich, dass ihr wieder reinschaut. Irgendein Deutz sollte getankt werden, was auch immer das heißen soll. Wir jedenfalls machen hier munter mit unserer Ernte weiter. Was ist hier los? Was ist denn hier los? Drescher sagt, ich soll anhalten. Warum? Naja, jedenfalls, wir müssen hier noch einiges noch ernten. Hier oben müssen wir ernten. Und dann wollte ich euch das mit dem Felder verbinden nochmal zeigen, weil einige das noch nicht gesehen haben. Warten, bis Füllstand erreicht ist. Irgendwas ist hier gerade wieder faul. Müssen wir hier mal von Hand... Nee, will auch nicht. So, und irgendein Fahrzeug sollte aufgetankt werden. Möglicherweise der hier, der übrigens die Plane sogar drauf macht. Aber wo fährt der denn überhaupt hin hier? Was hat denn der Wieso fährt denn der mit dem Getreide? Habe ich vom Feld 14 zum Lager geschickt. Okay. Was natürlich nicht geht, ne? Der kann hier nicht abladen. Ja, das ist ja wirklich sehr spannend. Okay, dann müssen wir mal eben wieder kehrt ummachen hier. Die richtige Strecke wäre hier natürlich 14 Hof. Was ich gerade suche, ob es irgendwo so eine Einstellung gibt, wo man die, wo man einstellen kann, ab welchem Tankstand man eine Warnung bekommt. Irgendwas ist hier faul. Naja. Aber ich glaube, dann war das der hier, den wir tanken sollten. Und dann brauchen wir als nächstes 17 Hof. Das habe ich doch auch irgendwo. Genau da. Und dann... Na? So, der fährt ab. Okay. Ja, genau. Also, was wollte ich zeigen? Wir haben das jetzt hier in der Ernte. Und wir haben letztes Mal diese beiden Felder gekauft hier unten. Und da werden wir jetzt mal diese beiden Felder verbinden, weil hier ist auch kaum Verkehr. Das bietet sich an. Mit einem Flug. Da sagen wir uns ja erstmal, Felder erstellen zulassen. Dazu habe ich jetzt gerade die Taste O gedrückt. Und jetzt können wir den Flug aufklappen. Jetzt werden wir eigentlich sagen, der ist verkehrt rum. Ist wahrscheinlich auch so. Und dann können wir den Flug jetzt senke. Können wir hier einfach mal so dran langfahren. Dadurch entsteht da, wo ich jetzt mit dem Flug geheizt bin, ein weiteres Feld. Ich glaube, das ist auch vielleicht besser, wenn man das mit einem kleineren Flug macht, dann verfährt man sie nicht so. Ja. Jetzt ist immer so ein bisschen so eine kleine Haken und Kanten geben, aber das lässt sich dann wohl nicht vermeiden.
So, und so können wir dann hier wunderschön ein weiteres Feld anlegen. Beziehungsweise die beiden Felder hier miteinander verbinden. Dadurch eine extra Umstellung von Feld zu Feld brauchen wir dann nicht mehr. Das heißt, die extra Bearbeitung fällt dann weg. Ich bin gerade immer ein bisschen irritiert, weil immer diese Meldungen kommen hier. Blablabla, bla, bla, muss aufgetankt werden. Blablabla, bla, bla, Standbild kurzzeitig. Ich bitte das zu entschuldigen. Aber ihr habt das auch schon mal gerne, wenn der Garda so ein bisschen verwirrt ist, ne? Ja, genau. So, da war wunderschön jetzt hier ein neues, größeres Feld aus zwei kleineren gemacht. Ich habe das ja schon mal gezeigt, aber was ich übrigens einen interessanten Trend finde, ist jetzt unter den Videos immer mal Sachen zu zeigen, die ich schon längst in anderen Videos zwar vorgestellt habe. Aber gut, ich verlange natürlich auch von keinem, dass er alle Videos geschaut hat, ne? Das wäre ja noch schöner. Ich meine, gut, das wäre schön, aber das ist natürlich relativ unrealistisch, ne? So, das war ein Satz mit X. Das Pflügen, das macht ohnehin sehr viel Spaß. Warum kann das kein Helfer? Ja, weil ein Helfer kann nicht erkennen, dass er hier jetzt ein neues Feld anlegen soll. Also das, was ich hier mache, das geht mit einem Helfer nicht. Na, das wollte ich doch nicht. Wow, okay. Also das passiert, wenn man mit dem Flug zu schnell fährt. Na. Hallo. Das ist natürlich jetzt für euch jetzt nicht so spannend, aber für die, die es noch nicht gesehen haben, vielleicht dann doch. So, wieder vergessen. Felder erstellen, zulassen, muss aktiviert sein. Ja, und diese ganze Fläche hier möchte ich mit, ja, ich würde fast sagen mit Gras bepflanzen. Und dann werden wir hier unten einen weiteren Fuhrpark machen, der nach Möglichkeit halbwegs automatisch dann hier immer das Gras aberntet, der BGA reinfährt, dass wir dann noch ein weiteres BGA-Silo immer voll in Betrieb haben. Das Ganze auch natürlich mit dem wunderbar rumzickenden Curseplay. Ist hier immer mal so kleine Lecks verursacht, warum auch immer. So, wunderbar. Ja, und auch mit sehr viel Liebe gemacht hier, wie man immer wieder unschwer erkennen kann. Es taucht auch die Frage auf, ob man sowas im Giants Editor machen kann. Das heißt also Felder nehmen und die miteinander dann so verbinden. Ja, das geht. Aber das ist nicht so einfach. Weil da muss man dann sich mit den Layer-Erstellungen auskennen in dem Mesh, in der Mesh-Bearbeitung. Und ich stelle mir gerade vor, wie ich das Leuten erkläre, die auch sonst schon mal unter meinen Videos Fragen stellen. Ohne dass das jetzt irgendwie despektierlich klingen sollte. Was es aber wahrscheinlich getan hat. Wird auch jetzt mit großer Sicherheit Kommentare bekommen. Ja, der Flug war die ganze Zeit falsch rum oder so. Gehe ich eigentlich fest von aus. Und dann sage ich schon mal danke für den Hinweis. Ich freue mich auch immer, wenn ihr kommentiert. So, das ist jetzt, wie gesagt, das ist jetzt alles nicht so fürchterlich spannend, aber dient ja der Vorbereitung eines Größeren. Und langfristig unser Ziel, das haben wir ja nicht aus den Augen verloren, ist die gesamte Map Besitz. Bleibt's auch bei. Ja,
Ja, und ist natürlich eigentlich schon fast schade, ein so schönes, großes Feld hier dann mit Gras zu bepflanzen, aber... Das ist eine Sache, die ich gerne ausprobieren möchte. Und ihr wisst ja, wenn ich was ausprobieren möchte, ich mir das in den Kopf gesetzt habe. Und es bietet sich auch an, ne? Also diese Riesenflächen hier bei der BGA, in der Nähe der BGA. Könnte man nun sagen, ja gut, da mach doch sofort wieder Mais. Du hast doch die Maschinen da und wechsel dann von einem Feld aufs andere. Das ist richtig. Aber wir haben ja noch da hinten, hinter der Dings, hier haben wir auch noch Felder. Und da hatte ich eigentlich gedacht, dass wir da nochmal so ein zweites Maisfeld machen. Auch nur mit neuen Maschinen und so. Das wäre dann meine Idee dazu. Aber das war hier dann einfach mal... Weil ich möchte euch ja möglichst viele Optionen hier noch zeigen von dem. Und das war hier dann einfach mal... Das jetzt mal so machen. Bin ich gerade zu schnell gefahren. Zack, fliegt der Flug ab. Gut. Sehr gut. Kann sich auch nicht mehr anhängen. Wahrscheinlich, weil ich zu schnell war. Ja, und ja, solche Videos wie dieses hier muss es natürlich auch geben. Auch wenn es jetzt wieder die Kommentare gibt, gerade wieso fliegst du? Was mache ich denn hier gerade? Ach, ich bin in den Tasten verrutscht, okay. Ja, das ist langweilig, wenn du nur fliegst. Mach mal was anderes, Alter. Aber... Ich glaube, es hat auch einen gewissen Unterhaltungswert, mir dabei zuzugucken. Ich werde das anschauen. Okay, so, jetzt geht's aber rund hier. Jetzt müssen wir nämlich, ja gut, das kleine Stückchen hier noch. Und dann werde ich die Seemaschine einsetzen und dann geht's weiter mit voller Action im nächsten Video spätestens. So, das können wir wieder hier zusammenklappen. Irgendwas steckt auch wieder im Verkehr. Den Flug lassen wir mal hier, vielleicht brauchen wir den noch irgendwann. Wollen wir den wieder verkaufen. Ist ja keine fahrende Maschine, auf die wir umspringen. Das heißt, so störend ist der nicht. So. Da haben wir wunderbar den Flug weggefahren. Schön gemacht. So, jetzt können wir mit unserer großen Seemaschine, wir müssen, glaube ich, nicht erst grubbern dafür, aber das werden wir gleich rausfinden. Wir werden mit unserer Seemaschine hier wunderschön eine Grasland anlegen. Die Maschinen hier sind natürlich da hinten, den Mais zu ernten. Da brauchen wir natürlich noch einen LKW. Und da werde ich euch auch eine Mod vorstellen, weil wir wollen ja nicht alles mit Trecker und Hänger machen. Das habt ihr jetzt schon zur Genüge gesehen. Sondern wir wollen auch mal wieder ein bisschen Abwechslung reinbringen. Das habt ihr euch verdient. Diese Folge war vermutlich eine der langweiligsten der ganzen, wie viel Folge auch immer es bis jetzt waren. Schreibt es mal in die Kommentare. Aber gut, das gehört dazu, dass ich das auch mal hier, das muss ich ja irgendwann machen. Und was mache ich denn hier schon wieder? Ich wollte hier auf Gras umstellen. So. Ja, und warum mache ich das jetzt so, dass ich von hier losfahre? Das ist noch eine Sache, die ich noch erklären wollte. Wenn ich jetzt von hier losfahre und wir kommen gleich an die Stellen da hinten, wo es so eng ist, also wo das kleine Feld noch mit angrenzt, dann wird das mit berücksichtigt, was es ansonsten nicht würde. Und siehe da, da geht die Lucy los. Warum er jetzt vorne die Spritze auseinanderklappt und... Also ich war es nicht zumindest. Keine Ahnung. Ja, und was immer das Leck verursacht. Das finden wir vielleicht im nächsten Video raus. Also schreibt in die Kommentare, was ihr davon haltet. Zu den Fragen, die ich euch im Video gestellt habe, würde ich mich freuen. Und auch zu dem kleinen Trick hier. Wobei ich glaube, jetzt mit diesen langen Maschinen kommen wir da hinten noch immer so um die Ecke rum. Ich speichere mal eben. Ja, da würde ich mich freuen. Freue mich wie immer über Feedback und so weiter. Daumen, Likes, Abos, empfiehlt mich euren Freunden und eurer Katze. Und wir sehen uns dann hoffentlich im nächsten Video wieder. Bis dahin macht's gut, danke fürs Zuschauen und tschüss, euer Garda.